Eine der wichtigsten Sachen für Menschen heutzutage ist zu überzeugen. Wir können nichts erreichen ohne andere. Also es ist eine Frage, wie treten wir auf? Wie können wir Menschen gewinnen? Das hat was zu tun mit Körpersprache, mit Überzeugungswirkung, hat was zu tun mit Stimme, hat natürlich auch damit was zu tun, was ich sage, wie ich etwas sage, wie ich etwas rüberbringe. Bei Präsentationen ist das Wichtigste der Präsentierende und nicht die Technik. Das ist Werkzeug, das dazugehört. Und es ist ja nicht nur bei Präsentationen, wo man überzeugen will. Präsentation ist eine Situation, aber in jedem Gespräch ist es natürlich eine Frage, wie sehr stimmt die Chemie, wie kommt man rüber, mag man denjenigen, jemanden, den man mag, glaubt man auch nachweislich mehr. All diese Faktoren spielen eine Rolle. Und bei einer Präsentation das Thema Technik, naja, das muss Nebensache bleiben, das ist nicht unwichtig, aber es ist immer der Mensch, der überzeugt und nie die Technik. Self-Presentation ist eine Marke, die ich entwickelt habe, und dieser Begriff setzt sich aus mehreren Bestandteilen zusammen. Da ist einmal natürlich das Self drin, es geht darum, sich zu präsentieren, sich selbst besser zu verkaufen, sich seine Leistung sein können. Dann ist in dem Wort Presentation einmal das Wort Präsentieren drin, Presentation. Dann ist drin die Sensation, also das Ganze spannend zu machen und merkwürdig im Sinne von, es ist würdig, sich etwas zu merken. Das heißt, man bleibt im Gedächtnis haften. Dann ist drin das Wort Präsenz. Welche Präsenz habe ich, wenn ich auftrete? Denn mit Präsenz überzeugen wir, Ausstrahlungskraft. Und dann ist aber auch noch drin das Wort Sens, nämlich die Sinne. Inwieweit kann ich die Sinne des anderen ansprechen und gleichzeitig ihn mit meinen Sinnen auch wahrnehmen? Also Sie sehen, in diesem kleinen Wörtchen Self-Presentation steckt eine ganze Menge drin. Ja, Authentizität ist natürlich so ein Begriff, der ist sehr gerne gehört. Also in aller Munde wird immer als das Maß der Dinge gelobt. Authentizität heißt so viel wie das Handeln kommt aus der Person selbst heraus. Was viele meinen ist, dass Authentizität bedeuten würde, sich nicht zu verändern. Aber das kann es nicht sein, weil da muss man, bei den meisten muss man was tun, muss sich in der Körpersprache natürlich was Besseres zeigen. Ein Seminar ist natürlich ein relativ kurzer Zeitraum, 2-3 Tage, wo man mit einer Person zusammenarbeitet. In diesen 2-3 Tagen kann schon eine ganze Menge passieren. Zum einen, es setzt sich eine Veränderung immer aus 2 Komponenten zusammen. Eine davon ist, dass eine Veränderung im Inneren entsteht. Das heißt, dass ich Denkweisen überdenke, dass ich vielleicht mit neuen Denkweisen an die Sache rangehe, dass ich Anregungen bekomme, dass ich überlege, was davon will ich umsetzen. Das kann ein Seminar auf jeden Fall. Der zweite Aspekt ist das langfristige Integrieren ins eigene Leben. Das heißt auch so natürlich automatisch, es zu üben. Und da kann ein Seminar auch einen Teil dazu beitragen, nämlich den Teilnehmern aufzuzeigen, wie sie ans Üben rangehen. Wenn jemand Druck hat, weil er beispielsweise in ein paar Wochen eine wichtige Präsentation hat, ein Bewerbungsgespräch oder ähnliche Sachen, die für ihn sehr wichtig sind, dann kann er natürlich mit entsprechend intensiver Arbeit relativ schnell was bewirken. Und ich habe auch schon Teilnehmer erlebt, die in einem 3-Tages-Seminar innerhalb der 3 Tage einen Wahnsinnsfortschritt durchgemacht haben. Also ich bin sicherlich der Experte für Presentations. Das heißt, es geht wirklich um das Thema Präsentation und es geht um das Thema, sich selbst zu präsentieren, also Wirkung und Auftreten. Und ich denke, das ist so der Bereich, wo ich eindeutig sagen kann, da bin ich der Experte und das ist meine Positionierung im Markt.